Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu dem Wochenorakel und habe euch drei Klangschalen mitgebracht und drei individuelle Botschaften, wo ihr gleich daraus wählen könnt. Aber zuerst habe ich eine allgemeine Botschaft für die kommende Woche, was uns alle betrifft. Und hierzu möchte ich gerne die erste Karte für dich aufdecken. Die erste Karte ist aus dem Deck aufgestiegene Meister und zeigt uns die Wochenenergie. Schaut mal, ich bin Gegenwart. Die Karte will uns sagen, dass es ganz wichtig in der kommenden Woche ist, uns mit dem höheren Selbst zu verbinden. Und es steckt ja in uns alle das höhere Selbst und die Göttliche in uns. Und daraus entwickelt sich auch eine Möglichkeit für unser Tun, für unser Handeln, wenn wir mit dem höheren Selbst uns verbinden. Schaut mal die Karte einfach an und lasst sie mal einen Moment auf euch wirken. Die strahlt sehr viel Kraft und Intuition aus. Also wir sollen mehr auf unsere innere Stimme hören, mehr aus dem Inneren heraus entscheiden, nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Herzen. Das hat nichts mit unserem Ego zu tun, sondern mit unserem höheren Selbst. Und wenn wir uns auf diese Ich bin Gegenwart ausrichten, das ist eine sehr kraftvolle Energie. Lichtvolle, die in uns wirken kann. Und so können wir auch über die Seelenebene mit dem Menschen kommunizieren. Mit ganz viel Respekt und Achtung. Erkenne die Kraft, was aus diesem Ich bin Gegenwart heraus wirkt. Du sagst Ja zu dir, Ja zu hier und jetzt. Und erkenne, dass diese Energien sehr hoch sind, dass du dich leiten lässt von deinem höheren Selbst, von der göttlichen Führung in dir. Verbinde dich jede Zeit mit dieser Energie. So. Dann decke ich jetzt die zweite Karte für euch auf. Oh, das stand auf dem Kopf aus dem Kartendeck Heilige Geometrie und Anrufung des Unendlichen. Wenn ihr diese Karte anschaut, ist die liegende Acht abgebildet und ganz viele Dreiecken und ganz viele Farben. Aspekte sind hier vorhanden. Was möchte diese Karte für uns für die kommende Woche sagen? Unendliche Heilung und Erneuerung. Die Acht ist ein großes Heilsymbol. Und dieses Symbol ist grenzenlos, steht für die Unendlichkeit. Und hier die Dreiecksformen, die ihr abgebildet seht und die Farben, aktivieren den Fluss dieser Heilenergie. Ganz viel hat das mit ganz viel Energieheilung auch zu tun. Und setze deine Hände intuitiv ein. Schaut mal, da sind die Hände abgebildet.
Wenn du zum Beispiel auch Schmerzen hast, ganz intuitiv legst du deine Hände da drauf und lässt deine eigene Energie fließen. Und gehe mehr in dich hinein und werde dir klar darüber, wo noch Heilung bedarf. Was will dir dein Körper sagen? Wo hast du Blockaden? Wo hast du Schmerzen? Was muss noch in der Heilung kommen? Oft ist es so, dass wir erst seelische Heilung bedürfen, bevor wir körperliche Heilung erfahren können. Die Karte appelliert auch viel mehr in unser Herz zu kommen, in der Herzenergie uns zu verbinden. Und aus dem Herzen heraus, dass wir bereit sind für diese Heilung. Dass wir die Absicht haben, diese Energien auch zu empfangen. Und höre auf die Hinweise. Vielleicht liest du einen Artikel oder erwähnte jemand eine Methode, wo du daraus für dich heilende Aspekte ziehen kannst oder wo du was für dich entdeckst, was mit deiner Heilung zu tun hat. Das kann Homöopathie sein oder Energieheilung oder einfach eine Fastenkur vielleicht oder ganz individuell oder vielleicht Yoga, wo die sagen, ich hatte so Rückenschmerzen und ich gehe zu Yoga und das ist mir so gut bekommen. Höre auf die Signale und öffne dich in diese kommende Woche. Richte dich diese Heilung aus. Es sind sehr hohe Energien im Moment unterwegs. Wir sind ja noch in diesem Löwe-Portal drin und diese Woche kommt ja auch noch der Vollmond am 18. Und es kommen ganz hohe Energien herunter. Das spüren auch ganz viele von euch körperlich. Ich habe auch die letzten Tage sehr starke Kopfschmerzen und Schwindelerscheinungen gehabt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns immer wieder auf uns selber besinnen. Ja, dass wir viel mehr auf unser Körper, auf die Signale hören. Also wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, dann trinke ich auch viel mehr, damit sich mein Körper ganz gut reinigen kann und dadurch die Giftstoffe auch aus dem Körper ausscheiden können. Das ist ganz wichtig. So, dann decke ich euch die nächste Karte auf. Oh, die steht auf Kopf. So, schaut mal. Das ist von Barbara Heide-Rauter, die Kartendeck. Entfalte deinen Lichtkörper. Und schaut mal, habt ihr hier eine wunderschöne rosafarbene Karte? Und da steht drauf, alles ist möglich. Ein großer Wunsch kann sich erfüllen. Sei offen für einen möglicherweise unerwarteten Ausgang. Ja, was will dir diese Karte sagen oder was will uns diese Karte sagen? Ja, alles ist möglich ist eine Leerkarte, wenn du die anschaust. Also du kannst diese Karte für dich füllen, womit du möchtest, was jetzt momentan dein Thema ist. Schaut mal. Alles, was in deinem Lebensplan vorgesehen ist, kann jetzt aktiviert werden. Denke groß, damit Großes entstehen kann, weil Gedanken, Hoffnungen oder auch Vorstellungen und Wünsche
kann man ganz weit werden lassen und uns nicht begrenzen. Grenze dich nicht so ein. So kommt was ganz Wundervolles. Und auch an Energien kann ganz viel mehr sich entfalten, wenn wir uns einfach öffnen und unseren Kopf frei werden lassen und nicht immer von Negativität begrenzen. Dadurch entsteht auch hier eine Kraft. Schau dir diese Karte an, diese Lichtstrahl aus der Mitte heraus. Fühle dich einen Moment da hinein. Du kannst alles in deinem Leben einladen. Unendliche Fülle. Oder was du gerade möchtest, beruflichen Erfolg. Liebe, alles, was dich bewegt, lade in dein Leben ein. Innere Kraft kann daraus entstehen. Fühle die Weite in dieser Karte. Du bist der Schöpfer. Deine Wirklichkeit. Und der Stein für diese Karte ist Amerin und die Farbe Magenta. Und der Erzengel, die dich hierfür begleitet, ist Erzengel Michael. Hier kannst du auch gerne eine Affirmation sprechen, wenn dir das hilft. Ich öffne mich für das Unerwartete in meinem Leben. Alles ist möglich. Sehr schön, diese Botschaft. Und hier noch eine. Ah, schaut mal. Heilung des inneren Kindes. Ich kann meine Energien ausrichten. Dein inneres Kind fordert dich auf, deine Absichten und Ziele ganz klar zu formulieren. Ja, was will dir diese Karte sagen? Nimm dir einen Stift und ein Papier und schreibe dir genau auf, was du von dieser Woche für die kommende Zeit für dich geplant hast. Und richte deine Gedanken auch im Positiven darauf hinaus. Schreibe deine Vision auf. Entscheide dich dafür. Auch wenn du dir noch nicht sicher bist, wie sich das in Erfüllung geht, entscheide dich ganz einfach dafür. Das ist die allgemeine Botschaft für diese Woche. So. Und jetzt auch ein kurzes Info für euch, die gerne persönliche Beratungen wünschen oder persönliche Legungen, die können mich alle unter www.reka-bergheim.de kontaktieren oder auch auf Facebook habe ich eine Gruppe. Du findest mich unter Reka, Reiki, Entspannung, Klang und Ausbildung. So, meine Lieben, und in Zukunft habe ich
auch eine spirituelle spirituelle und energetische Coaching mit meiner Kollegin ausgearbeitet und das könnt ihr auf meiner Homepage unter Termine anschauen. Ihr könnt euch auch unter der Kontaktformular euch anmelden. Das wollte ich euch schon mal vorab mitteilen. Und die Bezeichnung für dieses spirituelle energetische Coaching ist Seelenaufstieg in die eigene Kraft und zur Toröffnung in das neue goldene Zeitalter. Ja, wir sind beide spirituell unterwegs, wir sind beide spirituelle Lehrer und energetische Lehrer und arbeiten in Zukunft zusammen und alle Informationen findet ihr auf meiner Homepage und ihr könnt euch auch gerne anmelden unter info@reka-bergheim.de. So, nun zu den individuellen Botschaften. Ich habe hier für euch drei Klangschalen ausgewählt. Ich zeige sie euch. Und drei Kerzen. Ich möchte, dass ihr euch intuitiv entscheidet. So, ich schlage dir die erste Klangschale an. Zweite Klangschale. Und die dritte Klangschale.